Jetzt aber, jetzt sind wir hier angekommen im Hörspielmonat August. Nein, noch nicht angekommen, also der ist ja erst in 2 Wochen, aber lange Rede und so weiter. Ihr wisst Bescheid, die letzten Helden. Ja. Die hatten wir ja gerade, ne? Und sie werden ja tatsächlich verschoben. Und deswegen, ach komm, zur Feier des Tages nennen wir die Titel nochmal. Ja. Mit Folge 8, das Turnier der Zauberer. Oder Folge 9, die Festung des Frostwurms. Jo. Und der Folge 10, der Sumpf des Vergessens. Ja, das soll jetzt am 1.8. erscheinen. Wir sind gespannt, wenn wir unsere wiederhören, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Wenn ja. Der Herbst vor der Tür steht. Och Gottchen. Ende September. Ob es dann tatsächlich bei den Leuten schon im Regal stehen wird oder immer fleißig geschoben wird. Oder auf nächstes Jahr verschoben wird. Ja, schauen wir mal. Das nächste Jahr hat auch einen Herbst. Echt? Soll, ja, angeblich. Soll. Ja, schon ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Mal gespannt. Was wahrscheinlicher ist, dass am 1.8. die neue Folge Offenbarung 23 rauskommen wird. Tippe ich jetzt mal. Nämlich mit Folge 52, wir sind ja in der Area 51 gelandet. Ja. Auf magische Art. So genau wissen wir es noch nicht, wie wir da gelandet sind oder der gute T-Rex. Das werden wir dann hören, was dahinter steckt. Und es wird endlich gelüftet, was es mit der Area 51 auf sich hat. Genau. Für alles endgültig einmal endlich. Und für alle Zeit. Die letzte Wahrheit. Wir sind gespannt. Also das bietet ja wirklich Futter genug eigentlich, um einen... Schon merkwürdig, dass das noch nicht vorkam. Ja, eigentlich schon. Hat er sich halt aufgehoben. Dafür jetzt mit voller Breitseite. Genau. Dann, apropos volle Breitseite, Ottfried Preußler. Da gibt es gleich 2 Hörspiele beim DRV. Und zwar einmal den 3. Teil quasi von Der kleine Wassermann, Herbst im Mühlenmeier. Und die Live-Version vom Räuber Hotzenplotz, den der SWR bei den ARD-Hörspieltagen von vor 2 Jahren. Das gute Stück gibt es dann jetzt auch auf CD, endlich. Ist aber, glaube ich, die erste nach den Orchesterhörspielen, die so rauskommt. Ja, das ist eine sehr, sehr pfiffige Produktion. Allerdings ist das Problem, das war natürlich als Live-Hörspiel und dadurch sind natürlich auch ein paar visuelle Gags mit drin, die dann natürlich auf der CD jetzt nicht so wirklich rüberkommen. Aber das war eine super Stimmung da und tolle Schauspieler. Ja, könnt ihr euch wirklich gönnen, kann ich nur empfehlen. Jo, dann hatten wir ja heute auch schon den Schwarzwaldranger mehrmals schon. Da gibt es nämlich die Ausgabe Das Beben, SWR-Produktion, ab 1.8. Nee, ab 2.8. Ab 2.8. könnt ihr euch dann downloaden. Ja, Sherlock Holmes und Co. Folge 10, Der Griff des Todes, erscheint bei der Romantruhe am 4.8. Ein weiterer Download, WDR-Pool, gibt's Sabine Melchiors Stay Enemies ab 7.8. Downloaden. Ich glaube, ich habe gerade 5-mal downloaden gesagt. Ja, um es nochmal zu unterstreichen. Download? Download, richtig. Es gibt's, also, weißt du, das ist dann so im Internet. Mhm. Irgendwo Internet. Liegt das dann rum und das kann man so, da zieht man dann dran und dann hat man es zu Hause. Ah, gut. Und kann das dann so hören mit den Ohren. Hammer, was heute alles geht. Die moderne Ohrtechnik. Ja, dann Dietrich Grönemeyer bringt Hörspiele raus. Bochum. Entschuldigung. So ein Reflex. Ja. Alkohol. Bochum, Alkohol. Sag mal Erwin und Rosi so. Erwin und Rosi. Bei Esel Kids. Genau, so heißt das ganze Stück. Beruht auf einem Theater-Tournee-Stück nach ihm. Also Erwin und Rosi erklären den menschlichen Körper und machen das eigentlich im Theater und jetzt eben auch bei Edelkids auf CD. Auch das ist ja nett. Ja, wir bleiben beim Radio. Nee, wir kommen wieder zum Radio. Kannst du jetzt nochmal Download sagen? Was soll ich nochmal? Ich kenne dieses Wort nicht. Ach so. Ja, es gibt da so nochmal 2 Hörspiele so im Internet, die man so sich nach Hause holen kann. Und zwar Peter Stefan Jungs, Die Unruhe der Stella Federspiel. Das Ganze ab 8.9. Und dann, das hatten wir ja schon angekündigt, Thilo Refferts, Das Milliardengrab, Tom Felskis letzter Fall. Ab 9.8. auch. Ja, dann der DRV hat uns noch ganz schnell den jungen Goethe vorbeigeschickt. Und dass wir den auch heute noch schön vorstellen können. David Meyer hat das ganze Stück für das Goethe-Institut in Szene gesetzt. Es sind so 5, 6 einzelne Teile, die Goethes Leben beschreiben und das aber auf eine sehr poppige, moderne Art machen. Also man scheut sich da auch nicht vor, so einige Zeit, ja, ich will nicht sagen Zeitsprünge, aber doch so einige Sachen in Goethes Leben zu transportieren, die da
damals noch gar nicht irgendwie möglich gewesen wäre. Also spätestens als ein Telefon bimmelt. Ja, zum Beispiel. Ja. Also es hat mich diesbezüglich schon etwas merkwürdig angeboten, dass man den alten Goethe da so modernisiert und ja so ein bisschen, kann ich sagen, respektlos kann man jetzt nicht sagen, aber es ist schon... Es geht ja auch um den jungen Goethe. Ja, es geht ja um den jungen Goethe, ja. Ja, das hat so eine gewisse Leichtigkeit, die man jetzt auch nicht so direkt mit Goethe verbindet, also ich zumindest nicht. Nee. Das macht das aber ein Stück interessant. Aber mir hat der Mehrwert gefehlt, ganz ehrlich. Ja, das Problem ist, ich habe halt auch so diese Erfahrung über Goethe, was man da mitnimmt, ist halt eben immer so ein bisschen gebrochen durch diese Versatzstücke, die dann dazugehören. Also man weiß ja nie so genau, wenn man jetzt gar nichts über Goethe weiß, was ist denn jetzt real bei Goethe passiert und was ist jetzt halt dazu erfunden. Und deswegen war man es hier zum Teil inhaltlich ein bisschen drüber. Ja, und also mir hat auch irgendwie der Mehrwert gefehlt. Also ich habe jetzt gedacht, da steckt noch ein bisschen mehr Futter dahinter. So ist es halt einfach, jo, da war ich dann da, da ist das und das passiert, Punkt. Dann war ich dann da, da ist das und das passiert, Punkt. War mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Ganz nett ist hier, das ist halt so flockig irgendwie, das kann man auch echt schön weghören, Sommerhörspiel quasi. Ja. Aber also irgendwie, ich habe halt irgendwie gedacht, da stecken noch ein bisschen mehr dahinter. Ja, man ist so ein bisschen von den starken Stücken so verwöhnt wahrscheinlich. Ja, oder Amadeus oder ich weiß nicht, ja, es ist ein schlechtes Beispiel jetzt, das bricht sich so ein bisschen, aber also irgendwie habe ich gedacht, die Figur kommt mir ein bisschen näher, aber das ist gar nicht passiert irgendwie. Das hätte auch irgendein austauschbarer Jüngling sein können. Der halt mit gewissen Situationen nicht zurechtkommt. Das Übliche, was man halt so kennt, ja, Stress mit dem Papa, Stress dann im Studium und ja, halt das Übliche. Also irgendwie hat mir das Besondere gefehlt. Was mich auch gestört hat, war, dass man diesen Trailer, diesen einleitenden Trailer immer wiederholt, ja. Ja, den hätte man einfach weglassen können. Weil man merkt zwar, dass es dadurch, dass das halt so einzelne Episoden sind, aber das reißt dann halt schon ziemlich raus. Am ersten Mal denkt man auch, es wäre ein Fehler auf der CD. Aber dann die Titelmusik ist ganz nett. Ja, das habe ich so vor mich hingepfiffen ab und an mal. Das bleibt hängen. Also, das kommt, wie gesagt, am 15.8. auf euch zu. Ebenfalls an diesem Tag gibt es Neues von den Elfen. Und zwar Folge 11, das Elfenlicht. Da wird also quasi der Deckel drauf gemacht auf den Roman Elfenlicht. Ja. Ja, das ist dann wieder Abschluss. Sind wir mal gespannt. Vielleicht wird es uns ja doch noch rund. Wer weiß. Ich kann mir es fast nicht vorstellen, aber man lässt sich ja auch, je älter man wird, immer noch. Ja, so sind wir ja. Man ist ja... Ja, und es hat ja seine Momente. Die letzte Folge hatte ja auch ihre Momente wieder. Also auch teilweise nicht nur Inszenatorisch, sondern auch was ein, zwei Figuren anbelangt. Ja gut, die sind gestorben, aber weiß nicht. Ja, oder was mit Olowein passiert ist, das ist ja schon krass. Und mal gucken. Mal gucken, auch auf Edgar Wallace. Die zweite Folge soll beim Hörplanet erscheinen, und zwar am 15.8. Die Tür mit den 7 Schlössern, das ist doch deine Lieblingsgeschichte, ne? Ja, das ist so für mich typisch Edgar Wallace. So alles drin. Da habe ich auch die Maritim-Version in sehr guter Erinnerung. Ja. Ja. Vielleicht aber auch nur abgespeichert, weil das diese, glaube ich, die Folge ist, wo sich der Katalog da verschrieben hat. Die 5.000 Euro wert. Ach so, die... Dann ab ins Gruselgenre, wieder 15.8., wir bleiben dabei, Folge 94 von John Sinclair mit dem geilen Titel Verdammt und Begraben. Andersrum wäre auch komisch. Stimmt. Erst begraben und dann verdammen, er soll es ja noch mitkriegen. Ja, genau. Müssen wir immer davon haben. Ja, dann Karl Maitz, ohne Ende beim Pidax. Komm schon jetzt auf Hörverlag. Ja, Karl May, ist da so gesetzt? Ja. Ist immer noch gesetzte Hörverlag. Und zwar gibt es da den blau-roten Methusalem und Deutsche Herzen, Deutsche Helden bei Pidax am 15.8. Also zumindest zu letzteren Deutsche Herzen, Deutsche Helden werden wir euch in der nächsten Folge was sagen können. Beim anderen müssen wir mal gucken. Pidax wollte ein paar Rätsel-Exemplare schicken, weil den blau-roten Methusalem habe ich nicht daheim. Müssen wir mal abwarten. Jo. Dann Marc Brandes. Geht's weiter mit Marc Brandes Raumkadett. Auch schön. Folge 3 Tatort Astronautenschule bei Folgenreich. Ja, der Auftakt hat ja sehr viel Appetit auf mehr gemacht und ich bin schwer gespannt. Freue mich drauf. Ja, dann gibt es noch was im Radio zum Download. Katrin Moll. Von ihr stammt das ja eher Feature als Hörspiel Kids, Mädchen in Kreuzberg. Sie begleitet dort mehrere Mädchen mit Migrationshintergrund in Kreuzberg über die Schule hinaus ins Arbeitsleben und ja, das
Ganze gab es schon beim DLR, ist jetzt beim SWR und beim SWR könnt ihr es dann auch downloaden. Klingt interessant. Jo, dann gibt's natürlich den Radio-Tatort. Folge 79, hatten wir schon angekündigt. Es geht zurück nach Han Calibra oder die Geißel Gottes. Das ist ein geiler Titel. So martialisch. Jo, gibt's am 18.08. zum Download. Ja, auf radiotatort.de. Und gibt's das auch auf den Senderseiten dann eigentlich? Das ist nur beim BR, glaube ich, ist auf jeden Fall so. Ja, aber also es gibt's auf jeden Fall. Kriegt das hin. Wir haben ja auch bei uns auf der Seite im Blog neben, findet ihr ja die ganzen aktuellen Hörspiel-Downloads aufgelistet. Da könnt ihr euch ja auch umtun. Ja, die Olschis, die gibt's auch ohne Detektive, und zwar eine reguläre Olschi-Folge Safari bei den Berggorillas. Kommt bei Oettinger Audio, auf Doppel-CD sogar, also 20.08. Könnt ihr euch schon mal einen Kalender schreiben, dürft ihr euch die anhören. Volle Olschi-Dröhnung. Ja. Dann gibt's Conny. Conny bekommt nämlich Ding, 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 muss ich da sofort sagen. Das ist so ein Simpsons-Gag. Conny bekommt nämlich Taschengeld, deswegen Ding, 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 und Conny verkleidet sich, ist ja wieder so eine Doppelfolge. Bei Karussell erscheint das Ganze am 22.08. für die Conny-Freunde von uns. Ja, dann gibt es zwei Lord Peter-Fälle, die du ja total liebst, und zwar von Dorothy Lee Sayers. Und zwar allerdings nicht die Reihe, die wir eben vorgestellt haben, Radio-Teil, also diese Krimi-Sommerreihe aus dem Jahr 2002, sondern ein paar ältere Produktionen, und zwar einmal Der unerwünschte Gast und einmal Die Glocken in der Neujahrsnacht. Das sind beides Mehrteiler. Ja. Also mir ist vor allem Glocken in der Neujahrsnacht relativ präsent gewesen, aber jetzt weniger durchs Hörspiel selber, sondern durch dieses komische Permutationsläuten. Mir war das nicht bewusst, also mir ist das erste Mal begegnet tatsächlich. Man kennt das ja zwar schon irgendwie, dass es da bestimmte, ja, durchgeknallte Leute gibt, die total auf Glockenläuten abfahren, aber diese Form, das ist schon sehr speziell und das gibt es ja, glaube ich, wirklich, ne? Diese Permutationsläuten. Das sind halt gewisse mathematisch vor allem begründete Permutationen, die da dahinter stecken, wie eben Glocken in verschiedenen Kombinationen läuten können. Und da die ja damals nicht normal geläutet haben, also wie das heute ist, elektronisch, muss man da halt an der Bimmel ziehen. Genau. Jo, und das ist halt ein bisschen anstrengend. Und da ist es eben so, Lord Peter kommt eben dazu, als einer dieser Bimmler ausfällt und muss dann eben einspringen. Und so geraten wir dann in einen Kriminalfall. Wer hätte es gedacht? Ja, es ist auch wieder Lord Peter. Irgendwie die Figur, weiß nicht, sagt mir einfach irgendwie nicht zu. Mir fehlt da immer so ein bisschen das... Ja, das Besondere daran. Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig, ja, weil das fast, ich sag mal, diese Lord, der dann da so in Ermittlungen, das ist ja jetzt nichts Besonderes, ja, also das funktioniert in anderen Hörspielen ja auch irgendwie, aber hier ist es wirklich so, dass das ziemlich blass ist, also man hat einfach überhaupt kein Bild von diesem Lord Peter. Ja. Also das ist so ein bisschen merkwürdig. Und im zweiten Fall, Der unerwünschte Gast, da wird eine Leiche in der Badewanne gefunden. Ein Täter steht für die Polizei, ein vermeintlicher Täter, relativ schnell fest. Und jetzt geht es für Lord Peter darum, ja, quasi den da rauszupauken und da stattdessen den richtigen Täter zu überführen. Natürlich gelingt das. Wer hätte es nicht anders gedacht? Jetzt hast du es verraten. Ja, Entschuldigung. Aber kann man sich ja denken. Ja, was ganz nett ist, sind halt diese schönen alten Radiokrimis. Das steckt da auch alles drin, also dieser Charme, das ist schon alles irgendwie drin, aber also rein vom Skript her fehlt mir da immer so ein bisschen der Humor oder also einfach irgendwie was Besonderes. Also gerade Humor hätte denen so ein bisschen gut getan, finde ich. Ja. So ist es halt eher so ein normaler Krimi, der halt so diese schönen Attribute von alten Radioklassikern hat, aber es fehlt das Besondere so ein bisschen. Ja gut, also wie gesagt, aber sie kommen beide am 22.08. Ist ja auch schon mal was. Ja. Ja, ebenfalls am 22.08. gibt es Neues aus Lego City, Folge 13, Arktis. Der ist bestimmt auch anders, oder? Das ist bestimmt nur dieser Arbeitstitel. Meinst bestimmt du? Nur so ein Zusatz. Meinst du wegen der Jahreszeit, oder? Nein, die haben da immer so ein... Meinetwegen bei Lego City da immer, dass sie immer so einen, die Themen, Lego-Themenwelt als Titel haben und dann aber kommt dann noch ein zweiter Titel irgendwann mal hinterher. Das stimmt. Obwohl, es gibt ja nur Polizei, Feuerwehr in der Küstenwache und so gibt es ja auch mittlerweile. Ja, weiß nicht. Polizei Arktis funktioniert nicht. Feuerwehr Arktis. Passt auch nicht so ganz. Nein. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht gibt es ja Arktis als Themenbild. Arktis dann als Titel. Arktis. Mal gucken, ja. Ja, dann gibt es eine neue Serie aus dem Hause Winterzeit, nämlich Raumschiff Promet. Nicht Prometheus, sondern Promet.
Teil 1, Aufbruch, ist ja ein guter Titel für eine erste Folge. Geboren in der Dunkelheit. Ja. Mal gespannt. Also es soll am 22.08. erscheinen. Ich verrate jetzt nichts, wenn ich Skepsis vermute, dass es nichts wird. Na, mal gucken. Ja, man weiß es nicht, aber Winterzeit ist halt mit den Terminen, ist es immer ein bisschen schwierig. Also verlasst euch mal nicht drauf. Nicht, dass es heißt, ihr habt gesagt, es erscheint am 22.08. Naja, was wollen sie denn machen? Ach so, ja, sie wissen ja, wo du wohnst. Die stehen, dann bei dir wieder. Ja. Wie bist du denn die letzten losgeworden? Hast du hier den Nachttopf drüber? Die stehen da. Ich verlasse das Haus nicht mehr. Ich kann das Haus nicht mehr verlassen. Wie versorgt ihr euch denn? Alles aus dem Garten mittlerweile. Ja. Oder ist so ein Tunnel gebuddelt? Genau, ich bin dabei. Ja, dann mal zum Thema zurückzukommen. Wir reden ja über Hörspiele. Ach, irgendwie. Richtig. 23.08. gibt es wieder einen Download beim BR. Alfred Jarry, Heldentaten und Lehren des Dr. Faustrollen. Von Paterphysiker. Das gehört noch zum Titel dabei, der Paterphysiker. Der steht nur in Klammern. Und wo wir schon im Radio sind, machen wir noch SWR hinterher. SWR 4 gibt es Bernd Storz, Gedankenlesen. Mara Zielinski ermittelt in Esslingen ab 23.08. Und ab 26.08. dann Jan Deckers Jockey Deutschland. Ja, und dann Rion und Thiese, Außen und Innen vom WDR im Hörspielspeicher ab dem 26.08. Genau wie Philipp Stegers, Die Siedlung, auch eine WDR-Produktion, gibt es dementsprechend auch am WDR-Hörspielspeicher, dann aber erst am 28.08. Aber dafür habt ihr dann jeweils ein Jahr Zeit. Dürfte hinhauen. Könnt klappen. Dann gibt's zwei neue Folgen der fünf Geschwister, die uns irgendwie noch nie begegnet sind, oder? Die ich kenne so ansatzweise. Ich weiß nicht, ob ich mal eine Folge gehört habe, aber wenn, ist es auch schon Jahre her. Ja, es gibt auf jeden Fall Folge 11 im mysteriösen Leuchtturm, das fünf Freunde so ein bisschen. Und Folge 12. Ja, es ist auch sowas, es ist in der Art, es ist, hat so einen christlichen Anstrich. Aha. Und ja, das muss man auch mögen. Im verbotenen Grab. Da kenne ich nur ein Referenzbeispiel bis jetzt. Hier von, wie heißen sie? Farilia hat doch mal so. Ja, stimmt, die hatten ja auch mal sowas, genau. Ja, es ist aber irgendwie auch ein Thema, das, weiß nicht. Schwierig. Das wirkt immer. Bei Hörspielen taucht echt nicht auf eigentlich. Nee. Insofern interessant. Es ragt dadurch ja heraus. Ja, das war jetzt auch jahrelang Pause. Ich weiß nicht, also ich schätze mal, das ist die letzte Folge, das ist bestimmt 2004 vielleicht. 2004? Das 2005? Ist ja 10 Jahre. Also, sind die fünf Geschwister Ahnung, also, jetzt alt geworden, ja. Wie alt waren die denn damals, wenn die jetzt so 6, 7 waren? Sind, oder? Dann sind sie jetzt Teenager. Ich kann ja mal gucken. Kannst du dir derweil schon mal sagen, was dann noch kommt? Kommen wir zum Europa-Block. Es dreht, und zwar Auftakt, machen die drei Ausrufezeichen. Die sind jedes Mal dabei jetzt, ne? Das ist echt krass. Irgendwie schon, ja. Dürfte jetzt die momentan am häufigsten frequentierte sein, mit den Teufelskriegern wahrscheinlich. Die Folge 33, ach ist das, wir sind doch im August, da gibt's Küsse im Schnee. Das ist schon ein bisschen seltsam. Naja, Europa ist, glaube ich, echt über so ein paar Monate vorrecht, Mensch. Ja, dann die drei Fragezeichen. Kids, auch hier Folge 40, brennendes Eis. Na. Ja, wobei die ja schon verschoben, die sollte eigentlich noch früh, sollte, glaube ich, mit der letzten drei Fragezeichen, also jetzt hier Anfang Juli kommen. Und die drei Fragezeichen regulär mit der Folge 170, Straße des Grauens. Na, da sind wir doch mal gespannt, was das wird. Aber auf jeden Fall. Ja, die Schwarze Fledermaus, die gibt's auch. Angriff der Schwarzen Fledermaus, Teil 3, haben wir ja im letzten Monat schon mit Patrick drüber gesprochen. Das Ganze soll am 29.08. erscheinen. Und dann ist es endlich soweit. Dann werden wir aufgelöst. Nein, es gibt die Jubiläumsfolge von Dorian Hunter, die erste Folge ohne Marco Göllner. Mhm. Ja, 25.1, die Masken des Dr. Faustus, Mummenschanz. Dann die 25.2, Haßfurt, und die 25.3, Fastnacht. Na, wir sind schwer gespannt. Doch auch gespannt, weil, ohne Göllner. Also für mich immer noch nicht vorstellbar. Ich finde es auch schwierig, aber lass uns ja überraschen. Ja. Ja, 29.08. gibt es auch für Freunde der ungekürzten Hörspiele was. Und zwar quasi das Paradebeispiel, beziehungsweise das ist wahrscheinlich das erste dann gewesen. Also zumindest das erste, was mir bekannt ist. Schloss Wildauen von Karl May. Das wird bei PDAX auf 2 CDs erscheinen, weil es tatsächlich so viel Stoff ist, dass es noch nicht mal auf eine MP3-CD geht. Es sind 140 kurze Teile, sind immer so knapp 5 Minuten lang. Also so insgesamt gut 10 Stunden Hörspiel.
Das ist ein Format, weil es ja ein Fortsetzungsroman war, oder? Ursprünglich ein Fortsetzungsroman. Man hat es auch als Fortsetzungsroman ins Programm genommen, also hat dann jeden Tag quasi so 5 Minuten gesendet. Das reißt es natürlich immer so ein bisschen raus, aber hat auch den Vorteil, dass man immer so in 5 Minuten versucht, da so einen kleinen Cliffhanger, nicht direkt, aber so zumindest so einen kurzen Moment zu schaffen, wo man denkt, oh, ich muss jetzt unbedingt weiterhören. Das macht es relativ kurzweilig. Man braucht einen Moment, bis man drin ist, weil es am Anfang, ja, bis mal so alle Figuren sortiert sind und man auch diese Figuren so ein bisschen seltsam sind. Also das wirkt irgendwie so ein bisschen unrund. Das wird noch eigentlich viel schlimmer, als dann der Wilde Westen ins Spiel kommt und Winnetou da rumgeistert und buntes Karl-May-Figuren-Kabinett wird da ausgebreitet. Was toll ist, ist Gerla Fiedler ist dabei, der rockt die Produktion. Da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich ihn gehört habe, ja. Das ist echt super und der nimmt auch eine wirklich große Rolle ein, die also über das gesamte Stück geht. Ja, ist ein Western, ist es natürlich, soll man sagen, ist als ungekürztes Hörspiel ist vielleicht ein bisschen langatmig, weil, naja, so ein Roman von Karl May übertreibt es auch nicht mit Spannung und ist viel Abenteuer drin, aber ja. Das Ende ist dann ganz gut, wobei mir das dann doch bis zu lang ist. Also quasi das eigentliche Finale, danach kommt noch eine Stunde Hörspiel ungefähr. So quasi so die Ausläufer noch so begleitet werden und noch so was von Herr der Ringe. Herr der Ringe. Also ja, genau, es plätschert dann noch so aus. Wobei das nicht schlecht ist, aber es ist halt so, der große Knall ist halt schon eine Stunde vor Ende eigentlich. Das ist schon bemerkenswert. Das hat vielleicht nicht jeder gehört. Ja. Aber wenn ihr euch mal was wirklich Gutes und Langes antun wollt, das ist zumindest mal ein Ohr wert, weil es halt mal was ganz Besonderes ist und so oft nur wirklich nicht gibt. Also ich bin bei Stunde 2 jetzt, glaube ich, angekommen. Aha, okay. Mittlerweile. Aber also du bist noch nicht im Wilden Westen? Ich bin noch nicht im Wilden Westen, nein. Okay. Ich sortiere immer noch die Figuren. Jo, dann geht's weiter mit Star Wars, das letzte Kommando. Ist das die letzte Folge? Ja, das ist die letzte Folge, die 5, oder? Die letzte Folge, ja. Tatsächlich. Das war's dann, Deckel drauf. Ja, in der Gewalt des dunklen Jedi. Tatsächlich. Ja, dann wissen wir, um wen es geht. Sabayoth, ja. Schwingt das Zepter. Hacken gespannt. Ja. Und freue mich wie Bolle. Dann hoffen wir noch auf die Dark Mysteries Folge 8, die Maske des Roten Todes, die wir auch schon einige Orcast-Folgen vor uns herschieben. Soll jetzt angeblich am 31.8. erscheinen, also beziehungsweise im August erscheinen. Jo, und den Abschluss macht der gute Rick Future. Mit der sehr, sehr schönen, also in der ersten Variante, also die Geschichte wird ja die gleiche sein, Folge 6, Kampf der Brüder, und Folge 7, die letzte Prüfung. Das war tatsächlich die 6, war so die erste Rick Future Folge, wo mich das Rick Future Fieber gepackt hat, weil ich die so geil fand und diese Geschichte so toll fand und das hat so Laune gemacht, das war so schön kurzweilig und großartig. Ja, da fasse ich noch voll. Also es soll im Laufe des August erscheinen, genau den genauen Termin weiß man noch nicht, deswegen haben wir es mal ans Ende genommen, also am 31.8. sollte es dann hoffentlich auf jeden Fall da sein. Also haltet die Augen auf rickfuture.de beziehungsweise in allen sozialen Medien geistert ja Rick Future rum, also könnt ihr gerne folgen. Lohnt sich auch, weil die ganz viel auch drumherum ums Hörspiel machen, also da gibt es ja Podcasts und ja, und also das ist quasi tatsächlich ein Rick Future Universum, muss man schon sagen, auch in, ja, in der Form, wie man es präsentiert, und das ist schon sehr lobenswert. Dann sind wir durch erstmal, ne? Ja, das war's dann im August. Ich kann noch erwähnen, dass die 5 Geschwister Folge 10 vom 1. Januar 2006 stammt. 2006? Ja, also ist schon ein paar Tage her. Krass. Naja, mal gucken, wie die mit der Besetzung, das würde mich ja schon interessieren. Da wird man ja schon älter in 8 Jahren. So ein bisschen. Also vor allem als Jugendliche oder als Kind. Wir zwei jetzt nicht. Nee, bei uns bleibt man irgendwann mal stehen dann. Ja, genau. Auf einem sehr stabilen Fundament. Die einen sagen so, die anderen so. Ja, ja, es kommt immer auf die Perspektive an, das stimmt. Ja. Aber damit noch nicht genug, denn wir haben ja eine Doppelfolge. Ja. Es gibt ja nach dem August noch den September. Und deswegen werfen wir doch mal einen ganz weiten Blick voraus, was denn im September auf euch zukommen wird. Ja. Mit Rick Future in die Zukunft, um das mal poetisch zu sagen. Genau, oder?